Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines Collabo-Video mit Morgan. Ich habe ihren Kanal in der Beschreibung verlinkt und werde euch auch das zugehörige Video direkt verlinken. Dieses Video hat englische Untertitel, damit diese Menschen auch verstehen, was ich hier sage. Denn tatsächlich sind diese Menschen alle nicht deutsch. Unsere Idee war, dass wir ein Starterhaus bauen mit Pastellfarben. Und ich muss zuallererst sagen, ja, irgendwie hätte man jetzt ein Speedbild erwartet von mir aus. Aber ich bin irgendwie doch nicht so zufrieden mit dem. Deswegen möchte ich das jetzt mit euch hier renovieren. Ich zeige euch erstmal das Haus. So sieht es von außen aus. Also ich finde das eigentlich ganz okay sogar. Ich habe, wie ihr hier unten sehen könnt, alles bis auf 0 Simoleons ausgegeben. Und ich habe diese Family dazu gestaltet. Dieses Kind war da noch nicht da. Ich habe das Ganze platziert in meinem privaten Legacy-Haushalt, Spielstand, Dingsy. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dann Story Progression gesagt hat, okay, die können mein Kind zeugen. Das haben sie mich auf jeden Fall getan. Auf jeden Fall habe ich hier so ein bisschen, ja, geschaut, was ich hier machen kann, so, dass es halt auch ganz nett aussieht. Also die Bäume und so, das sieht jetzt natürlich nicht so krass aus, weil es gerade Herbst ist in-game. Und ja, hier habe ich zum Beispiel auch noch Auberginensamen hingelegt. Die gab es irgendwie sehr günstig im Debug-Mode. Und das ist auch, glaube ich, kein echter Tisch. Also ich glaube nicht, dass man sich da hinsetzen kann. Ja, wie gesagt, ich habe alles getan, damit das hier irgendwie funktioniert. Und auch innen drin ist es halt sehr leer. Also hier hängt ein Spiegel, hier ist ein Tisch mit schönen Farben und so. Also das muss ich zugeben. Ich habe es halt möglichst pastellig irgendwie gemacht. Wie gesagt, das Spiel bietet gar nicht so viele Pastellfarben. Ja, die Küche ist halt auch so ein bisschen, also ist wahrscheinlich das, wo am meisten gefühlt drin ist im Raum. Ja, hier ist jetzt auch nicht so viel tatsächlich. Hier ist ein Spinnennetz. Hier oben im Flur steht sogar gar nichts drin. Und das ist dann das Kinderzimmer. Stimmt, nämlich eigentlich war diese Teenagerin, die da stand, eigentlich war die nämlich auch ein Kind. Ja, aber wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gespielt wieder, deswegen, hä? Und das ist das Schlafzimmer der Eltern, was ich eigentlich schön finde. Nur halt trotzdem sehr leer, ne? Ja, und was tun wir jetzt? Wir möchten natürlich ein bisschen das vielleicht noch renovieren, so gut es vielleicht geht. Ich habe schon extra nicht so teure Sachen genommen. Aber ja, und wie gesagt, hat auch viel mit Debug irgendwie rumgemacht hier und da. Aber das Erste, was man natürlich ändern kann, ist den Fernseher verkaufen. 1180 und dafür können wir einen günstigeren Fernseher hinstellen. Ich würde halt dann einfach diesen hier nehmen. Ich glaube, in Schwarz finde ich den schöner. Weil dann haben wir immer noch 560 Simoleons, die wir nehmen könnten, um Geld auszugeben. Und ich würde aber meine Cheats wieder aktivieren, weil ich glaube, dass dadurch nochmal ein paar günstigere Sachen reinkommen werden. Was sind das denn für Fernseher? Moment! 25? Echo Lifestyle rettet mein Leben mal wieder. Das ist halt jetzt irgendwie hier so komische Schatten, aber das Geld können wir gebrauchen. Oh ja. Und ich glaube, es gibt ja auch so 25 Simoleon-Betten. Zumindest Doppelbetten. Ich weiß halt nicht, wie pastellig die sein können. Also ich meine, das ist jetzt, glaube ich, das Pastelligste, was wir irgendwie hinkriegen. Aber ich glaube, wir müssen das ja mal in Kauf nehmen. Weil so ein paar Sachen brauchen wir halt schon, ne? Ich weiß halt noch nicht genau, was genau wir jetzt tun sollen, aber ich würde erstmal schauen, dass wir vielleicht so ein paar Pflanzen hinstellen. Große Pflanzen am besten. Diese hier sind günstig. Die irgendwie in Flur oder so stellt, dass man wenigstens irgendwas da stehen hat, dann sieht es schon sehr viel besser aus. Und ich würde vielleicht auch hier oben oder hier unten, ja, vielleicht eher hier unten, einen Schreibtisch hinstellen. Ich weiß nicht, ob wir uns einen PC leisten können, aber es ist dann ja auf jeden Fall schon mal besser, als wenn da gar nichts stehen würde. So, dann machen wir das da so weiter rüber. Dann gucken wir mal einen günstigen Stuhl. Wie teuer sind denn PCs? Der günstigste PC ist 800. Das ist ein bisschen viel. Ich glaube, wir lassen es einfach. Ich glaube, wir stellen einfach irgendwas drauf. Hier, das ist doch schön. Oh. Ja, aber egal. Wenig Geld ausgeben und das sieht trotzdem, es sieht direkt so viel voller aus, nur weil hier so ein Schreibtisch steht, ne? Und hier drunter würde ich auch so ein Sideboard stellen. Ich weiß halt nicht, inwiefern wir jetzt irgendwas finden, was halt pastellig aussieht. Maybe das hier? Naja.
wirklich pastellig ist es jetzt nicht. Ich habe mich sowieso sehr schwer getan, teilweise Sachen zu nehmen, weil ich nicht wusste, ob das dann unter pastellig zählt oder nicht. Oder das ist halt definitiv eine Pastellfarbe, ne? Ist halt ein bisschen teurer als die anderen Tische. Aber ich finde es trotzdem schön. Tada! Yay! Aber es macht schon viel her, bin ich ehrlich. Ich gucke nochmal nach Teppichen. Das sind auf jeden Fall Pastellfarben. Tada! Ich weiß nicht. Also, es ist schon ein bisschen wild, aber es ist okay. Und hier oben könnte man also zwei Sessel oder sowas hinstellen. Oh, die sind auch süß. Die kann man ja hier ins Kinderzimmer stellen. Nehmen wir auch rosa vielleicht. Ne? Ich glaube, das passt am ehesten noch farblich hier rein. Oder gibt es... Es gibt halt so einen blauen Ton, aber das ist halt irgendwie nicht passend. Wir nehmen dieses rosa. Und dazwischen stellt man dann so einen kleinen Tisch. Tada! Und da stellen wir dann auch ein Pflänzchen drauf oder so. Wieso kann ich den nicht auf den Tisch stellen? Egal, dann mache ich es halt manuell. Weil den finde ich halt richtig süß. Den habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen. Bin ich ehrlich. Ich meine, wann strickt man denn ernsthaft mal so, ne? Eigentlich gar nicht so oft. Dann sieht das aber schon viel, viel besser aus. Dann können wir vielleicht noch hier irgendwie ein Foto hinhängen oder sowas. Ich meine, Gemälde sind ziemlich expensive. Aber, ja, irgendwie, die Sachen sind alle zu teuer. Dann nehmen wir vielleicht sowas einfach. Ey, besser als nichts, okay? So, da noch ein Pflänzchen. Komm, wir kriegen das hier noch ein bisschen hübsch. Hier in der Ecke kann man vielleicht auch noch irgendwas hinstellen. Und wenn es hier nur sowas ist, manchmal macht das schon ganz viel aus, ja? 44 Simoleons habe ich noch. Ich habe nicht mal Toilettenpapier. Aber ich finde, die Badezimmer sind ja auch gerade das, was am wenigsten wichtig wäre. Bin ehrlich. Ich kann hier oben noch so einen Teppich hinlegen. Das finde ich auch sehr realistisch. Oh, es gibt sogar so einen lila Ton. Das ist schön. Und dann sieht es direkt schon viel besser aus. Ehrlich. Dann hier noch so eine Blume an der Wand. Toll. Kann ich mir noch irgendwas leisten? Also ich will hier alles so gut es geht ausgeben, ja? Ich habe so lange durch Debugs gescrollt. Da werde ich wahrscheinlich nichts mehr finden, aber trotzdem. Kann ich ja doch vielleicht irgendwas finden, was 4 Simoleons kostet, ja? Manche Sachen sind so richtig viel, also die kosten viel, viel weniger, als sie es, also als man denken würde. Manche Sachen halt viel, viel mehr, als man denken würde. Und das ist teilweise schon krass. Es gibt Fahrräder, die nur 50 Simoleons kosten. Die habe ich noch nie gesehen. Wie kriegt man die? Zaubertrank fraglichen Inhalts. Ich glaube nicht. Das ist ja auch süß. Mit dieser Theater-AG. Also, das können wir ja auch eigentlich irgendwo hinstellen, oder? Also man weiß ja nie, ne? Also. Da. Toll. Es ist halt auch pastellig, okay? Wir können uns auch einen Kristall kaufen für 4 Simoleons. Oh mein Gott. Es gibt doch kostenlose Lichter. Oh mein Gott. Das ist tatsächlich sehr cool. Weil damit können wir nämlich echt noch viel mehr Geld uns anschaffen. Nein. Nicht den ganzen Raum. Ich habe auch gar keinen Mülleimer platziert. Hoppala. An sich finde ich ja alles schon ganz okay. Ich würde halt hier gerne was hinhängen. So ein bisschen tiefer. Zack. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man hier noch so einen Stuhl oder sowas hinstellt. Das macht halt auch irgendwie viel aus. Yeah, dann sieht das auf jeden Fall schon sehr viel voller aus. Ich will diese 9 Simoleons noch irgendwie ausgeben, aber ich glaube nicht, dass das noch in irgendeiner Form großartig möglich wäre. Außer ich kaufe noch mehr diese Pfötchen. Pfötchen. Tada. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben, okay? Also, das ist jetzt da das fertige Haus. Und ja, also es ist jetzt nicht das Beste auf der Welt, aber hey, das ist es jetzt nun mal. Also, ich bin grundsätzlich, denke ich, schon zufrieden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Morgan daraus gemacht hat. Aus der Vorlage. Also ich muss sagen, Pastellhaus und der Preisspann ist auf jeden Fall schwer. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben, wenn wir noch mehr großartig Pastellsachen haben, ich glaube, die kosten alle ein bisschen mehr. Ich glaube, das wäre ein bisschen angenehmer gewesen. Aber wir lieben ja die Challenge und wie gesagt, ich habe mir Mühe gegeben. Ich bin sehr gespannt zu sehen, was sie daraus gemacht hat. Gut, das wäre dann soweit erstmal alles.
Wie gesagt, schaut in der Videobeschreibung vorbei und ich denke, ich werde das hier auch irgendwo aufführen, wenn ich dann den Link habe. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!